Der Preisalarm des Tages. Preisalarm des Tages bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Ich glaube, jeder von uns hat diesen Gespräch mit seinem Zahnarzt geführt. Sie mussten mit einer elektronischen Zahnbürste anfangen. Aber Frage nur, passt das mir überhaupt? Wie viel kostet das? Normalerweise, Sie haben natürlich auch diese Preise gesehen, 100 Euro, 200 Euro für ein Gerät. Du hast das noch nie probiert und du weißt nicht, ob das dir überhaupt gefällt. Aber heute, wir haben ein Produkt, Sie können anfangen schon heute, weil diese Zahnbürste hat so viele Funktionen und kostet wirklich so klein Geld. Aber Sie haben diese Möglichkeit nur heute und nur bei Pearl TV. 13 Euro für eine elektrische Schallzahnbürste. Unfassbar. Aber ich habe dieses Gespräch auch geführt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Zahnhygiene eigentlich völlig egal ist, was das kostet. Denn Zähne können Ihnen ganz schön viele Probleme bereiten, wenn mal einer kaputt ist oder was, wenn mal einer ausgetauscht werden muss. Sie wissen selber, was das mitunter ausmachen kann und wie schmerzhaft Zahnschmerzen wirklich sein können. Insofern pflegen Sie bitte Ihre Zähne, und das sage ich Ihnen wirklich aus menschlicher Sicht, so wie es quasi ein Zahnarzt empfehlen würde. Ich bin kein Zahnarzt, ich wollte auch nie einer sein, aber mein Zahnarzt hat mir damals genau das Gleiche gesagt. Er sagte immer, du drückst immer zu fest drauf, das heißt, früher oder später wirst du Probleme mit freiliegenden Zahnhälsen oder auch mit dem rückgehenden Zahnfleisch bekommen. Insofern hat er mir schon vor vielen Jahren eine elektrische Zahnbürste. Das blutet danach sehr, ne? Kann passieren. Mitunter, wenn du zu fest drückst, und die schrubben mit einer normalen Zahnbürste. Und dann kannst du dein Eiscreme nicht genießen, ne? Nee. Immer wenn du etwas, dann wird es empfindlich. Ja, dann wird's empfindlich. Eine Schallzahnbürste sorgt dafür, ähnlich wie bei einem Ultraschallbad, wenn Sie Schmuck beispielsweise ausreinigen, dass Sie zum einen nicht zu fest drücken müssen, dass Sie quasi nur die Bürste quasi mit Ihren Schwingungen auf die Zähne draufsetzen. Der Schall sorgt dafür, dass auch in den Zahnzwischenräumen Verschmutzungen wesentlich leichter entfernt werden können. Und ja, es war auch für mich am Anfang eine Umstellung, auf eine Schallzahnbürste zu gehen, weil ich eben diesen Druck, diese Schrubben nicht mehr ausüben musste. Aber das Zahnputzergebnis spricht einfach für sich. Habe ich jetzt mittlerweile auch schon seit vielen Jahren zu Hause im Einsatz, und ich möchte ehrlich gesagt auf nichts anderes mehr setzen. Nur meine Schallzahnbürste war um ein Vielfaches kostspieliger. Und deswegen weiß ich, dass viele genau vor dieser Anschaffung zurückschrecken. Also Diana hat recht, man kann also für eine Schallzahnbürste auch gerne mal dick im dreistelligen Bereich in die Tasche greifen. Wer das einfach mal testen möchte, der testet vielleicht hier mal unsere Akkuschallzahnbürste mit bis zu 40.000 Schwingungen pro Minute. Wow. In Verbindung mit einem 40.000 Hertz Schall. Der sprengt also quasi im übertragenen Sinne Verschmutzungen von Ihren Zähnen und aus den Zahnzwischenräumen weg. Und das Putzergebnis spricht für sich. 5 verschiedene Modi können Sie einstellen. Das geht also von Standard über sanft bis hin zu aufhellen, polieren oder auch bis hin zu einer Massage beispielsweise für das Zahnfleisch. Und eine sehr angenehme Angelegenheit. Kribbelt anfangs ein bisschen, man gewöhnt sich aber sehr schnell dran. Und das Schöne ist, die Zahnbürste gibt Ihnen hier einen Timer vor. Das heißt, pro Bereich der Zähne, ich sag mal, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, haben Sie ungefähr 30 Sekunden. Dann gibt Ihnen die Minuten, Zahnbürste so einen kleinen Impuls. 2 Minuten reichen dabei, ehrlich gesagt, völlig aus. Damit Sie auch reichlich Zeit haben, das zu genießen, auch wenn Sie mal auf Reisen unterwegs sind, haben Sie hier ein Akkugerät. Und bei zweimal täglich 2 Minuten putzen, hält Ihnen ein aufgeladener Akku locker mal bis zu 60 Tage. Also da können Sie schon Weltreise mitmachen, ohne auch nur an ein Ladegerät denken zu müssen. 2 Aufsteckbürsten sind, 3 sind mit dabei, eine ist drauf, 2 sind noch mal in Ersatz mit dabei. Für 13 Euro ist das Ding für mich persönlich schon gekauft, allein schon für die nächste Reise. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, niemand von uns steht mit Timer von dem Spiegel und putzt seine nur bei Zähne. Kindern. Also Sie haben super Möglichkeiten, müssen aber schnell sein. Sie bestellen unsere elektrische USB-Akkuschallzahnbürste für 12,99 Euro mit Bestellnummer ZX8460 und die 569. 10er Set mit unseren Aufsätzen, Sie bestellen für 5,99 Euro mit Bestellnummer ZX8461 und die 569. Natürlich, unser Akku läuft 60 Tage, natürlich jede 2 Monate irgendwann müssen das 60 Tage laden. Ja. Kabel geht dabei, wir brauchen noch USB-Netzteil für 6,64 Euro mit Bestellnummer SD2201 und die 569. Also Sie müssen schnell sein, super Design, 5 Funktionen und natürlich 60 Tage können Sie über Akku vergessen. Viel Spaß, Sie müssen schnell sein.